von Ihren Erlebnissen berichten. Tatjana, wir sind alle gespannt. Danke, Luther. Na, dann wollen wir doch mal schauen, was die FAZ so zu melden hatte. Sie haben das Märchen von den Deutschland bereichernden Fachkräften ja kräftig mitverteilt. Am 15. September 2015 zum Beispiel ließ die FAZ Dieter Zetsche den gottähnlichen Vorstandsvorsitzenden der Daimler AG, der Kanzlerin in den Hintern kriechen mit folgenden Sätzen über die Flüchtlingsfachkräfte. Zitat: Wer sein komplettes Leben zurücklässt, ist hoch motiviert. Genau solche Menschen suchen wir bei Mercedes und überall in unserem Land. Weiter darüber, dass die Refugees, Zitat, eine Grundlage für das nächste deutsche Wirtschaftswunder werden. So wie die Millionen von Gastarbeitern in den 50er und 60er Jahren ganz wesentlich zum Aufschwung der Bundesrepublik beigetragen haben. Und keine, nicht mal ansatzweise kritische Nachfrage oder wenigstens ein Fragezeichen. Eine bezahlte, unterwürfige Maulhure der Wirtschaft und der Politik. An uns, die wir nicht die Möglichkeit haben, mit einem millionenschweren Anzeigenbudget eine gefällige Berichterstattung zu erpressen. Und hemmungslos, brutal und gewalttätig sind wir auch nicht, wie islamische Clans, vor denen nicht nur Journalisten, sondern inzwischen auch Richter und Staatsanwälte den Schwanz einziehen. Das Beispiel aus der FAZ zeigt: Noch vor einigen Monaten gab man sich ganz selbstlos und humanistisch. Erst ließ sich die Umvölkerin Merkel von ihrer plötzlich gemachten Nächstenliebe leiten und die von den NGOs gepinselten Schälchen mit Mutti Merkel, wir danken dir, hochgedeckt von arabischen jungen Männern, haben bei ihr wohl für Hormonausschüttungen gesorgt, den Verstand verlieren. Unterwegs. Dann diktierte die Mutter der Islamisten uns Deutschen ihr "Wir schaffen das Mantra" und erklärt, sie wolle die Grenzen Deutschlands nicht schützen. Und eichfertig, wie die Hasen, hoppelten das Allparteienkartell, die Medien und die Einflüsterer der Nichtregierungsorganisationen von Soros vor die Mikrofone. Ein wildes, sich gegenseitig überbietendes Geplapper brach aus. Die Wirtschaftsführer, die auch da
und angeblich Schutz suchen muss. Was für eine sensationelle Quote. Und wer hat am meisten gejubelt in der Merkels neuen Deutsche? Abel, der Chef der Deutschen Post, früher an der Kinsey. So, nun zu Herrn Zetsche. Wie viele neue deutsche Sozialleistungsabgreifer hat Herr Zetsche denn nun im Daimler-Konzern eingestellt, mit dem er das nächste deutsche Wirtschaftswunder einleiten will? 0,0. Keinen einzigen. Klasse, was? Und solche Leute, die solche Prognosen, solchen geistigen Dünnschiss verbreiten, ohne dass es für sie persönliche Konsequenzen hat, sind für Arbeitsplätze und die Wirtschaft in diesem Land verantwortlich. Man fasst es nicht, man kann sich da nicht verzweifelt genug die Haare raufen in diesem Merkel-Zombie-Schland. Revolution.
nochmal so unterstreichen. Über die Türkei strömen derzeit pro Tag
nach Europa. Hauptsächlich sind es Afghanen, Pakistanen und Iraker. In Gruppen von 150 bis 200 Mann überqueren sie die Grenze und dann teilen sie sich auf in kleinen Gruppen von 6 bis 20 Mann. Und so fliegen sie dann durch die Wälder des bulgarischen Grenzhinterlandes. Alles bestens organisiert durch die türkische Schleppermafia. Und was den Freunden in Bulgarien aber am meisten Sorgen bereitet, es kommen viele ausgebildete IS-Kämpfer und Sympathisanten über Bulgarien, die weiter nach Westeuropa wollen. Das ist ein Teil des rechtlichen Krieger des Islam, die aus völlig verroten Kulturen kommen und unsere westliche, freie Lebensweise zutiefst verachten und abschaffen wollen. Ja, und jetzt können sich die Bulgarier einfach mal ganz entspannt zurücklegen, so wie die Italiener, sogar die Nordpolitiker. Die zucken dann mit den Schultern und sagen, naja, wir nehmen das doch in Sizilien in Empfang, stopfen es in alles, was wir Wähler haben, auf Schienen rollen, transportieren sie einmal längs durch Italien und liefern sie dann an der österreichischen Grenze ab. Probleme mit Asylanten? Nö. Probleme mit Islamisierung? Nö. In Italien will eh keiner bleiben, bei uns gibt es keine Sozialpolitik. Wir sind ein reines Transitland. Die heutigen Bilder aus Ventimiglia in Ligurien zählen allerdings jetzt das andere. Dort versuchen die heute 200 hochaggressive Refugee über die Grenze nach Frankreich einzubringen. Die Polizei konnte sie nach Frage so abwehren. Hier sollte sich der Hungerstreik ihren Weg nach Frankreich verpassen. Aber so verantwortungslos, die italienische Politiker sehen die bulgarischen Freunde da unten an der Grenze aber nun mal nicht. Und deshalb gebührt ihnen unser ganzer Dank und sie verdienen unsere Unterstützung. Der aufgeschlossen ist und dazulernen will, der bereit ist, in einer Männergemeinschaft in Zelten im Busch zu übernachten und auf Luxus zu verzichten und der neue europäische Freundschaft zu schließen will, der sollte sich auf den Weg ins Schwarze Meer machen und unsere europäischen Verbündeten vor Ort unterstützen. Weitere Informationen über Ausrüstung und Kontakte werdet ihr in den nächsten Tagen auf S und meiner Facebook-Seite finden. Ich sollte mich die Maßstasi wieder sperren, gibt es die Infos auf meiner Webseite. Aber noch mal ganz kurz zurück zu unserer Patrouillenbegleitung. Wie die Hyänen stürzen sich die Medien und die Linken auf unsere Eindrücke und auf die Bilder aus dem Wald an der Grenze und versuchen das, was engagierte Bürger dort leisten, mit der üblichen deutschen Rechthaberei, Selbstüberhöhung und Anmaßung ins Lächerliche zu ziehen. Und das hat auch eine Flut von Hassnachrichten und Morddrohungen gegen uns ausgelöst. Man könnte fast auf den Gedanken kommen, die links-grün versifften Medien wünschen sich, dass jemand die Drecksarbeit übernimmt und uns mundtot macht. Es ist uns wurscht. Wir haben die Prager Erklärung der Bürgerbewegung Fortress Europe unterzeichnet und sind bereit, notfalls auf unser Leben zu gehen. Aber hört man irgendjemanden in den großen Leitmedien die Frage stellen, wer die Invasoren eigentlich ausstattet mit Medikamenten, nagelneuen Klamotten und Lebensmitteln? Und noch viel aufschlussreicher ist jedoch, dass die Medien den interessantesten Punkt, den ca. 500 Gramm schweren Klumpen Rohopium, einfach so verschweigen. Mensch, Kinder, die heiligen Refugees haben euch edle Gaben aus dem Morgenland mitgebracht. Ich habe eine Menge Heroin herstellen. War ich das nicht mal eine Meldung wert?
Kontinente zu sein. Zum Abschluss möchte ich nochmal einen Appell an die Männer richten. Die Frauen in Bulgarien bitten wirklich dringend um Freiwillige aus Europa. Bitte schließt euch an, selbst wenn es nur für ein oder zwei Wochen ist. Das Gesicht zeigen dort bringt wenigstens etwas. Und es ist das, was die Eliten mit allen Mitteln verhindern wollen. Gelebte europäische Völkerfreundschaft. Auf die Festung Europa. Vielen Dank. Danke, Tatjana. Viele von uns gelernte DDR-Bürger erinnern sich doch daran, es gab mal Grenzhelfer. Die sollten zwar nicht Invasoren verhindern, sondern verhindern, dass unsere Menschen in die Freiheit gehen können. Aber ich sag mal, in Bulgarien sind es wirklich Patrioten, die einfach verhindern, dass immer mehr Immigranten illegal nach Europa einströmen. Und ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir hier helfen. Und ich möchte noch mal daran erinnern, auf der Gerno-Webseite, wir haben dazu Informationen, wie man dort helfen kann. Danke. Ansonsten sollte ich noch mal an die GEZ erinnern, das hatte ich einfach am Anfang vergessen. Wer noch nicht unterschrieben hat, hier vorne ist der Tisch, macht das bitte. So, als nächster kommt Ed und er redet über, ich sag's lieber nicht, lasst ihn selber sprechen. Danke. Danke, Leute.